5. Mai. Vielleicht sind sie wirklich in die Steinzeit zurückgefallen. Am Spätnachmittag sah ich eine Gruppe von Jägern mit bunt verzierten Pfeilen und Bogen. Sie sprangen von einem kleinen Bus herunter, auf den ein erst kurz zuvor erlegtes Reh geladen war. Zwei von ihnen hoben sich das an einen langen Stock gebundene Tier auf die Schultern und marschierten damit die Straße hinunter. Ein großer Jagdhund trottete hinterdrein. Das erste Haustier, das ich bisher in Ökotopia zu Gesicht bekam, wo man Tiere offenbar so frei leben lässt, wie nur eben möglich und auch ohne ihre Gesellschaft auszukommen scheint. Die Leute liefen zusammen, um den Jägern zuzuschauen. Kleine Jungen hefteten sich aufgeregt an ihre Fersen. In meiner Nähe machten die Männer Halt, um auszuruhen und auch, wie ich vermute, um den Geläuten Gelegenheit zu geben, ihre Beute zu bewundern. Einer von ihnen fing meinen Blick auf und muß Ekel darin gesehen haben. Er strich mit seiner Hand über die Wunde des Rehs, die noch feucht von Blut war, und fuhr mir dann mit den Fingern über die Wange, als ob er mich so in die Jagd mit einbeziehen wolle. Schockiert sprang ich zurück, und das Lachen der Menge klang mir hässlich in den Ohren. Als ich mich später mit einigen Leuten unterhielt, erfuhr ich, dass die Männer unmittelbar am Stadtrand gejagt hatten, wo es anscheinend reichlich Rotwild gibt. Die Jäger machten einen ziemlich wilden Eindruck, lange Messer, Bärte, grobe Kleidung, waren aber zweifellos Durchschnittsbürger, die auf die Jagd gegangen waren. Das Reh wurde zerlegt und das Fleisch unter den Männern aufgeteilt. Angeblich deckte Wild einen beträchtlichen Teil des Fleischbedarfs der ökotopianischen Küche. Es wird wegen seiner spirituellen Eigenschaften sehr geschätzt. Ob diese Gewohnheiten den Ökotopianern durch Lebensmittelknappheit aufgezwungen sind oder sich aus einer bewussten Politik des Zurück zu den Ursprüngen erklären lässt, kann ich noch nicht sagen. In der hereinbrechenden Dämmerung wirkte die Szene jedenfalls gespenstisch genug. Die meisten ökotopianischen Straßen sind in der Nacht stockdunkel. Offensichtlich muss die Straßenbeleuchtung aufgrund der Energiepolitik auf ein Minimum beschränkt werden. Unerklärlich ist mir allerdings, dass dies hier, anders als bei uns, keine Verbrechenshysterie hervorruft. Habe Leute gefragt, ob sie sich nachts sicher fühlen. Sie antworteten ohne Zögern mit Ja. Sie behaupten, dass sie genug sehen könnten und bringen das Gespräch auf irgendeinen anderen irrelevanten Gegenstand, etwa darauf, wie Fahrradlampen aussehen, wenn sie wie Glühwürmchen durch die Nacht zucken, oder wie schön es ist, dass man sogar in der Stadt die Sterne sehen kann. Zum Glück haben sie keine Autos, die Unfallquote wäre spektakulär. Hatte gestern Abend ein wenig Ärger mit dem Zimmermädchen, das glaubte, ich wollte mir Freiheiten bei ihr erlauben. Wir hatten uns darüber unterhalten, dass ich auf der Straße Blumen gepflückt und sie auf mein Zimmer gebracht hatte. Offenbar pflücken Ökotopianer keine Blumen, sondern bewundern sie lieber dort, wo sie wachsen, und das Mädchen machte mir das auf ziemlich neckische Art klar. Möglich, dass sie nur freundlich sein sollte, aber sie schien ein Auge auf mich geworfen zu haben, ohne dann mitspielen zu wollen. Nun ja, ob Sublimation die schriftstellerische Potenz stärkt? Nein, sie erweckt bei mir den Wunsch, Francine für ein, zwei Tage einfliegen zu lassen. Ich lege normalerweise Wert auf mein Äußeres, aber hier fiel ich mit meiner New Yorker Kleidung aus dem Rahmen. Habe mir deshalb eine neue Garderobe zugelegt. Einen dunkelgrünen Umhang mit Kapuze, weich, aber, wie man mir sagte, so dicht gewebt, dass er den Regen abtropfen lässt und mich wahrscheinlich stinken lässt wie ein nasses Schaf. Einige weite Hemden in entsprechend geschmacklosen Farben, eine Weste, eine lappige Wildlederjacke, zwei Drillichhosen. Dazu ein paar schwere Schuhe. Meine eleganten italienischen Straßenschuhe konnte ich einfach unmöglich tragen. Ich sehe in den Spiegel und muss lachen. Wenn ich in diesem Aufzug an Francines Wohnungstür schellte, würde sie die Polizei rufen. Ein Spiel, das wir noch nie gespielt haben. Vergewaltigung durch einen ökotopianischen Agenten, der sich in New York einschleicht und die Frau eines prominenten Journalisten verführt, um an geheime Informationen heranzukommen. Soweit ich das auf meinem kurzen Einkaufsbummel feststellen konnte, enthalten die Kleiderstoffe hier weder Nylon, Dralon, Dacron noch irgendwelche anderen synthetischen Fasern. Ich hätte gerne ein paar Oberhemden, bügelfrei. Der Verkäufer ungläubig. Sie meinen solche Hemden aus Kunstfaser? Die verkaufen wir schon seit 20 Jahren nicht mehr. Es folgte ein Vortrag darüber, dass die Produktion von Kunstfasern zu viel Wasser und Energie erfordere und dass auch kein Recycling möglich sei. Mir fielen einige Kleidungsstücke auf, deren Etiketten stolz verkündeten, dass sie aus wiederverwendeter Wolle hergestellt seien. Sämtliche Stoffe und Kleider stammen aus einheimischer Produktion. Und die Preise erscheinen irrsinnig hoch. Bin ich gegen die fetischistische Ablehnung von Kunstfasern?
hatte aber tatsächlich vergessen, wie angenehm sich ein gutes Baumwollhemd auf der Haut trägt. Diese Eigenschaft wird auch von den Herstellern hervorgehoben. Sie betonen, dass ihre Stoffe, bevor sie in den Verkauf gehen, mehrere Male gewaschen werden.